Um das Wasser jetzt besonders schön machen zu können, brauchen wir hier einige Arbeitsschritte. Zunächst mal haben wir jetzt das Fenster hier wieder so vorliegen. So, nun sind wir wieder im Creator und wir haben wieder unsere Szenerie hier vor uns und den Water Editor. Nun geht es ja darum, dass wir die Wasserflächen als Wasser darstellen sollen und die Strandflächen sollen als Strand dargestellt werden. Um Wasser überhaupt erstmal sichtbar werden zu lassen, müssen wir im Wassereditor Enabled anklicken. Nur dann, wenn hier alles blau dargestellt ist, wird auch tatsächlich Wasser wiedergegeben. Nun haben wir jetzt hier die Möglichkeit, auf Edit zu klicken und in dem Augenblick sehen wir, das Wasser ist hier so seltsam milchig, trüb geworden und wir sehen hier, wenn wir rübergehen, haben wir so einen Pinsel, mit dem wir noch malen werden. Was man damit macht, werde ich gleich mal zeigen. Normal ist es jetzt schon so, dass alles, was jetzt hier dargestellt ist, den Himmel widerspiegelt und das Wasser zeigt. Also sich bewegenden Himmel, der sich so im Wasser widerspiegelt. Wenn ich hier auf dieses Opak klicke, das bedeutet undurchsichtig, passiert nichts weiter, weil es schon undurchsichtig ist. Also das bedeutet, man kann nicht durch das Wasser hindurch auf den Boden sehen. Man sieht nur den sich spiegelnden Himmel. Wenn ich auf Clear klicke, dann habe ich das Gegenteil. Überall da, wo jetzt Wasser ist, sehe ich keinen Himmel mehr, sondern den Untergrund. Es kann sich jetzt aber auch der Himmel dann tatsächlich nicht mehr spiegeln im Wasser. Trotzdem ist diese Fläche dann als Wasser noch befahrbar und man sieht, wie dann das Modell, wenn es darauf herumfährt, so im Wasser sich bewegt. Aber wir sehen keinen sich spiegelnden Himmel. Nun wollen wir diesen sich spiegelnden Himmel natürlich auch an diesen Stellen hier am Strand überhaupt nicht sehen. Deswegen können wir hier diese ganzen Stellen tatsächlich so lassen, sodass man den Strand besser sehen kann und überhaupt erst erkennen kann. Nur das Wasser soll so dargestellt werden, dass sich der Himmel darin spiegelt. Und das machen wir, indem wir jetzt hier anfangen, reinzumalen an den Stellen. Wir müssen allerdings vorher auf eine andere Taste klicken, auf dieses Clear. Clear ist eigentlich ein bisschen missverständlich, denn wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sieht man nun schon, dass es eben nicht clear wird, sondern undurchsichtig. So ganz habe ich noch nicht verstanden, wieso sie das so eingerichtet haben. Hier kann ich nun alle die Stellen im Wasser ausarbeiten und ich gehe hier mit der Maus rüber und fahre so ein bisschen hin und her mit gedrückter linker Maustaste, male ich überall hier so rein und bringe das dann so hin, dass dann diese Stellen den Himmel widerspiegeln. Nun gehe ich aber ganz vorsichtig vor, weil ich an den Stellen, wo ich jetzt hier die Übergänge zum Strand habe, gerne diesen Untergrund des Strandes noch durchscheinen lassen möchte. Und das gelingt mir auf diese Weise sehr schön, dass ich jetzt hier eigentlich, da bin ich ein bisschen zu weit rübergekommen, also werde ich auf Clear wieder wegklicken und hier noch einmal kurz rübergehen, sodass dann auch ich kann die Stärke noch ein wenig zurücknehmen, sodass das dann wieder etwas klarer wird. Also überall da, wo man zu viel von dieser Widerspiegelungsfarbe reingegeben hat, dieser weißen, kann man das auch wieder wegnehmen und kann den Untergrund damit deutlich machen. Also nochmal, immer wenn ich auf Clear drücke, mache ich es undurchsichtig. Wenn ich das weglasse, mache ich es wieder durchsichtig. Im Grunde genommen würde das schon reichen, um jetzt einmal zu sehen, wie das Wasser sich jetzt darstellt. Und deswegen schließe ich mal wieder den Creator und gehe über zum Flugsimulatorprogramm Phoenix RC. Bevor ich aber das jetzt mache, muss ich natürlich nochmal meine Szenerie abspeichern. Und Wasserfläche lasse ich jetzt einmal so stehen und überschreibe sie. Und muss natürlich, damit ich das Ergebnis im Phoenix RC jetzt sehen kann, diese Szenerie noch einmal exportieren. Da überschreibe ich die dann auch
und exportiere sie.